Das ist der erste der großen drei, der Kapitän, in einer völlig neuen Opel-Linie. Sie wird bald dem Straßenbild einen charakteristischen Akzent geben. Der Gewinn an äußerer Breite, 9 cm, kommt voll den Fahrgästen zugute, die verschwenderisch viel Raum um sich haben. Auch innen ist der Kapitän vornehm und elegant. Und es gibt viel Neues. Zunächst das Getriebe. 4 Vorwärtsgänge. Noch mehr Temperament. Das Lenkrad mit der tiefliegenden Narbe, die formschönen Wippschalter, Extras für die Sicherheit. Und für die Bequemlichkeit die neuartige leichtgängige Haubenentriegelung. Die Hebel für Heizung und Belüftung, die in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer liegen, sodass jeder für sich seinen Fußraum individuell beheizen kann. Ein Ascher, der wirklich groß genug ist. Und das darunterliegende geräumige Handschuhfach sind ebenfalls für beide gleich gut erreichbar. Alles ist auf Komfort gestellt und angenehme Bedienung. Die Lampen im Innenraum können natürlich auch unabhängig von den Türen ein- und ausgeschaltet werden. Einfach durch Drehen des Glases. In die Armlehnen der Hintertüren eingearbeitet, praktische Ascher. Bei der Wagenbreite wichtig, der Tankeinfüllstutzen liegt hinten in der Mitte, von links wie von rechts gleich gut erreichbar. Scheinwerfer und Kühlerverkleidung sind zu einer Einheit zusammengefasst. Auch auf der Haube des Admiral, das neue Zeichen, elegant gebändigte Kraft. Der Innenraum großzügig und komfortabel. Das zweifarbige Lenkrad, der Velourteppich auf dem Boden, Einzelsitze um fast 17 cm verstellbar, Luxus in den Details des Admiral. Dazu gehört auch die Kontrollleuchte für die Vergaserluftklappe. Den Make-up-Spiegel auch in der Sonnenblende über dem Fahrersitz hat schon der Kapitän, genau wie den blendfreien Rückspiegel. Beim Admiral ist er außerdem kippbar. Viel Ärger ersparend die Kontrollleuchte für die Handbremse. Kräftige Seitenwülste auf Sitzflächen und Lehnen geben guten Halt auch bei scharfer Kurvenfahrt. Radzierringe, Chromleisten und viele andere Details zeichnen den Admiral aus. Bei gleicher Silhouette unterstreicht der Diplomat V8 seine gehobene Position durch ein Kunstlederdach, das der Eleganz seiner Erscheinung einen Schuss Sportlichkeit verleiht. Dieser Wagen ist die Krönung des Dreigestirns. Das Fahren mit ihm soll so bequem wie möglich sein. Und darum hat der linke Fuß Ruhe. Statt der fußbetätigten Kupplung ein Vorwählhebel für das automatische Getriebe. Ein Minimum an Schaltarbeit. Kippschalter an den Hintertüren. Ein Fingerdruck und die Fenster schnurren elektrisch betrieben nach oben oder unten. Selbstverständlich kann auch der Fahrer von seinem Sitz aus jedes der 4 Fenster betätigen. Beschleunigung von 0 auf 100 in 11 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 200 km in der Stunde. Das sind die 190 PS des 4,6 Liter 8-Zylinder-Motors. Mit dem neuen Hauswappen verbunden der Hinweis auf die V8-Sonderstellung. Die Ausstattung des Diplomat ist erlesen, aber sein Luxus hat auch Gebrauchsvorteile. Der Rückwandfenstertrockner ist serienmäßig. Er ist vom Fahrersitz aus in Betrieb zu nehmen. Das ist mehr als Luxus, das ist erhöhte Sicherheit. In jeder Beziehung ein Fahrzeug der Extraklasse. In ihm kann man wohnen, in Clubzimmeratmosphäre reisen. Der Kapitän, der Admiral, der Diplomat V8. 3 Fahrzeuge der Sonderklasse. Die großen 3 von Opel. Stehen. 3, 2, 1, vorwärts. Bullige Kraft. Gekonnt entfesselt. Zuchtvoll beherrscht.
nicht für den Fahrgast. Trotz schlechter Straßen, gute Fahrt. Erwiegen gekurft, nicht zum Spaß. Erprobte Sicherheit, wenn es drauf ankommt. Anfang der Gestaltung steht die Idee. Stehen viele Ideen. Ideen formen sich zu Grafik. Die ersten Skizzen entstehen. Für Anzeigen, Prospekte und Plakate. Wohl bekommst. Die besten Spezialisten sind für die Opel-Werbung tätig. Es wird fotografiert. Es wird aussortiert. Es wird korrigiert. Aus dem, was Grafiker gezeichnet, Fotografen aufgenommen, Texter getextet und Setzer gesetzt haben, entstehen die Druckvorlagen für Anzeigen, Prospekte und Plakate. Wir sind davon überzeugt, dass damit ein breites Publikum für die neuen Wagen interessiert wird. Ihnen und uns viel Erfolg!